Vielen Dank, Dieter Dehm. Als nächste Rednerin darf ich auf der Bühne begrüßen Steff Manzini, Journalistin, Gründerin der Stadtzeitung.org und Initiatorin der Kampagne Freiheit für Assange, Raise the Volume. Steff Manzini. Ja, vielen Dank, liebe Friederike, und du hast schon einen Teil in deinem schönen Namen, für den wir hier heute alle stehen. Frieden. Und die meisten, die hier stehen, haben in diesem Land ihr Leben lang Frieden gehabt. Deswegen möchte ich heute beginnen mit einer kleinen Geschichte von einem Mann, dem das nicht vergönnt war, ein Leben in Frieden, und der durch einen Krieg alles verloren hat, was er liebte, und auch seine Träume und auch seine Hoffnungen, meinem Vater. Geboren 1924 in einer westfälischen Stadt, musste er mit 17 in den Krieg ziehen. Er sollte erst mit 25 wieder zurückkehren. Während er mit seiner Afrika-Ausrüstung an der Ostfront kämpfen musste, starben in dieser westfälischen Stadt seine beiden Eltern und seine drei Geschwister. Sie konnten nicht rechtzeitig aus einem brennenden Haus fliehen, das über ihnen zusammenbrach, ausgelöst von den Bomben englischer Jagdflieger. Mein Vater hat mir oft die Geschichte erzählt, dass er die jahrelange Gefangenschaft im Donezbecken, im Gebiet der heutigen Ukraine, nur überlebt hat dank der Milde und Menschlichkeit einer russischen Ärztin. Ja, die englischen Bomben, die russische Ärztin, Kriege sind komplex. Es gibt keine Gewinner und keine Verlierer, es gibt nur Verlierer. Mein Vater hat mir auch oft erzählt von den Lügen in diesem Zweiten Weltkrieg. Er sagte, während die Lieben zu Hause im Kino die Wochenschau sahen und von den Helden und dem Endsieg hörten, lagen wir im Dreck und sind nur noch geflohen. Er sagte immer, Kind, der ganze Krieg ist eine Lüge. Und damit wären wir bei einem Satz angekommen aus dem Hier und Jetzt. Und er heißt, wenn der Krieg anfängt mit Lügen, dann kann der Frieden anfangen mit Wahrheit. Und gesagt hat ihn Julian Assange. Julian Assange. So, und jetzt lese ich euch die Kampagne vor, die ich zusammen mit meinen Kollegen aus den neuen Medien vor 2 Monaten auf einer großen Konferenz in Wien beschlossen habe. Wir, Steff Manzini, das bin ich, von der Stadtzeitung.org, Stadt mit Doppel-T, und Dan Estin Gregory, United Kingdom, von WhereElevate.org, sind 2 freie Journalisten in unabhängigen neuen Medien. Wir glauben, uns damit auf einem besseren Weg zu befinden. Warum? Weil wir sehen, was wir sehen, und weil wir kein Preisschild an das kleben wollen, worüber wir berichten. Wir waren am 15. September zusammen in Wien auf der ersten Better Way Media Konferenz mit vielen Medizinern, Juristen, Aktivisten und anderen Journalisten aus aller Welt. Wir haben dort gesagt, wir wollen und werden Wien nicht verlassen, ohne Freiheit für unseren Kollegen Julian Assange zu fordern. Seine Freiheit steht für uns für die Pressefreiheit. Ja, die Pressefreiheit sitzt im Knast in London.
Don't kill the messenger. Lasst nicht zu, dass der Überbringer der Wahrheit getötet wird. Zu allen Zeiten gab es Krisen und Kriege auf der Welt, noch immer. Einige wenige sind dafür verantwortlich. Und es gab und gibt Menschen wie Julian Assange. Wenn derjenige, der Verbrechen veröffentlicht, für diese Verbrechen verantwortlich gemacht wird und wie ein Verbrecher behandelt wird, werden wir regiert von Verbrechern, sagte dazu Edward Snowden. Wir sehen in der Inhaftierung, der Folter und dem Tod von Menschen wie Julian Assange eine Menschenrechtsverletzung und ein Symbol für den Niedergang der Presse- und Meinungsfreiheit. Your right to know. Ihr habt das Recht, das zu wissen. Presse- und Meinungsfreiheit gibt es nicht, wenn Menschen dafür bestraft werden, die Wahrheit zu sagen und Kriegsverbrechen und kriminelle Machenschaften aufzudecken. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, das zu erfahren. Auch jetzt, während des Ukraine-Kriegs und in der Corona-Pandemie, werden Journalisten daran gehindert, ihre Arbeit zu tun. Sie werden zensiert und sie werden verfolgt. Darum sagen wir, raise the volume, werdet laut. Dies ist eine Warnung. Ja, werdet laut! Ihr seid die einzige Chance für Julian Assange. Dies ist eine Warnung und ein Versprechen an die Menschen, die die Wahrheit unterdrücken, die Lügen verbreiten und die Boten der Wahrheit bestrafen. Wir werden so laut sein, dass ihr uns nicht nur hören werdet, sondern dass ihr handeln müsst. Wir sind viele und ihr könnt uns nicht alle einsperren, denn gebt Acht. Wenn nur einer von uns übrig bleibt, wird er weitermachen und es allen anderen erzählen. Wir, meine wunderbaren Kollegen von der Better Way Media Konferenz, mein Kollege aus Bristol in UK, Dr. Maria Hubmer-Mock aus Graz und Natascha Törmer aus Wien, sagen: Wir stehen gemeinsam für unseren Kollegen Julian Assange ein. Sein Schicksal ist auch das Schicksal der Pressefreiheit. Ihr, die ihr dafür gesorgt habt, dass Julian Assange unrechtmäßig eingesperrt wird. Julian Assange sitzt seit 4 Jahren in einer 2x3 Meter kleinen Zelle in Belmarsh im Hochsicherheitstrakt. 23,5 Stunden am Tag, 30 Minuten darf er draußen herumlaufen. Ihr, die ihr dafür gesorgt habt, dass Julian Assange unrechtmäßig eingesperrt wird, und wir, die freien und unabhängigen Journalisten, haben jetzt sehr viel zu tun. Aber für euch ist der erste Schritt, Julian freizulassen. Denn er ist ein Held und er ist kein Verbrecher und er ist einer von uns. Und jetzt möchte ich euch bitten, euch etwas vorzustellen. Ihr kennt, viele von euch kennen das Video Collateral Murder, das WikiLeaks 2010 veröffentlichte. Ein schreckliches Video, auf dem man sieht, dass US-Piloten aus Apache-Hubschraubern Zivilisten in Bagdad erschossen haben. Und man hört die Gespräche des Funks. Und ich bitte euch, euch einen Moment vorzustellen. Sie würden Russisch sprechen. Und alle Menschen, die dieses Video jetzt zum ersten Mal sehen würden, würden glauben, das sind russische Hubschrauberpiloten, die im Moment ein Kriegsverbrechen begehen. Stellt euch vor, Julian Assange hätte heute dieses Video veröffentlicht. Er wäre morgen zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Er wäre vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Er war 7-mal vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Aber es gibt keine guten oder schlechten Kriegsverbrechen. Und keine guten oder schlechten Kriege.
Was wir fordern, ist daher sehr simpel und sehr klar. Gebt uns Julian Assange und gebt uns Pressefreiheit. Wir fordern alle Journalisten mit Rückgrat und alle freiheitsliebenden Menschen auf, zu unterstützen. Und das könnt ihr tun unter der Kampagne Free Assange at BetterWayMediaConference.org oder Stadtzeitung mit Doppel-T.org. Dort kann man auch unterschreiben und dort laufen viele, viele Aktionen zusammen. Und ich möchte euch danken, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und ich möchte nicht von dieser Bühne gehen, ohne mehrfach zu rufen, Free Assange! Free Assange! Raise the volume! Free Assange! Free Assange! Dankeschön, Berlin! Aufhören. Ich habe die Ehre, unseren wunderbaren Jens Fischer Rodrian vorzustellen. Einen großen Applaus mit seinem Lied Assange. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir machen jetzt gerade so einen ganz spontanen Soundcheck noch, weil wir hatten keine Zeit, das vorher zu machen. Kommt da was? Ihr hört was? Ja? Gitarre ist da? Stimme ist auch da? Okay. Eigentlich könnte man sich freuen, wenn man gehört hat... Oh, wir kriegen Unterstützung. Aha. Die lassen wir jetzt noch schnell vorüberziehen. Die warten auf uns. Ah, okay, das ist der Autokurs. Das sehen Sie schon? Alles klar. Ach, das ist Autokurs. Eigentlich könnte man sich freuen, wenn man gehört hat, dass Julian Assange für den Sacharow-Preis nominiert war. Er war in den letzten drei, immerhin. Aber wenn man dann hört, wer den Preis gewonnen hat, dann denkt man sich unglaublich. Da ist jemand, der seine eigene Bevölkerung drangsaliert, der nach schweren Waffen ruft. Und da ist jemand anderes, der hat Kriegsverbrechen aufgedeckt. Und der eine sitzt im Knast und der andere kriegt den Sacharow-Preis. Was ist das für eine verkehrte Welt? Ich möchte euch auf eine Sache aufmerksam machen. Wir machen zweimal im Jahr ein Konzert für Julian Assange und sammeln Geld für seine Frau Stella Assange, um die Prozesse zu unterstützen, die sie noch ausfechten muss. Das nächste wird am 3.12. in der Musikbrauerei hier in München, in Berlin stattfinden. Hoffentlich auch irgendwann in München, aber im Moment noch in Berlin. Wir haben ganz tolle Gäste dabei. E.ON wird dabei sein, dieser aufrechte Friedensaktivist aus Wien. Wir werden dabei haben Dieter Dehm und andere Künstler. Es gibt eine kleine Talkrunde. Alle Künstler und alle Journalisten, die an dem Tag da sind, verzichten auf ihre Gage. Und das Geld geht an Stella Assange. Es wäre schön, wenn ihr kommen würdet. Wir werden nächstes Jahr ein Album rausbringen. Jetzt ändert sich hier gerade der Sound. Du kannst hier, brauchst hier vorne gar nicht viel machen, das passt schon. Auf alle Fälle den Hall kannst du rausmachen. Kannst ganz direkt vorne laufen lassen, wunderbar, super, dankeschön. Wir werden ein Album rausbringen, ein Sampler. Wir haben vor einem knappen halben Jahr die Protestnoten rausgebracht. Da wird das zweite Album jetzt kommen und dann wird es das Julian Assange Sample Album geben. Mit ganz vielen Künstlern, die für ihn schreiben, die in Gedanken mit ihm sind und die ihn hoffentlich mental unterstützen können durch das, was sie machen. Und die Geschichte Julian Assange weiter in die Welt tragen. Wir hören nicht auf, bis Julian Assange auf freiem Fuß ist. Dieser Song, der musste irgendwann raus, nach einer ganz, ganz langen Schreibeblockade durch diese Krauser C, die uns in Geiselhaft gehalten hat für lange Zeit. Und irgendwann kam dann doch die Lyrik zurück. Und das war einer der ersten Songs, die dann wieder geschrieben worden sind. Assange. Was haben wir getan? Was haben wir unterlassen? Wann wird Schweigen zur Qual? Wann haben wir keine andere Wahl?
Menschen an? Und was lässt sie verstummen? Wann gehören wir zu den Guten? Und wann zu den Dummen? Wann verschließen wir die Augen? Wann wollen wir nichts mehr hören? Wann werden wir laut? Wann wollen wir niemanden stören? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert, doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Wann mischen wir uns ein? Wann sagen wir, es reicht? Ist unser Mitgefühl nur Schein? Ist Gleichgültigkeit so leicht? Wann stehen Menschen auf? Und wann bleiben sie liegen? Wann nimmt das Leben seinen Lauf? Wann wird Gerechtigkeit siegen? Wann fühlen wir seinen Schmerz? Wann blutet unser Herz? Haben wir schon wieder vergessen? Lassen wir uns erpressen? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert, doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Dennis Yücel kriegt Applaus. Assange fällt aus dem Leben raus. Er hat sich mit den Falschen angelegt, wird vom Verdrängen weggefegt. Sie zelebrieren ihre Macht und ziehen in ihre nächste Schlacht. Wird es die letzte sein? Es liegt an uns. Allein. Free Assange! Free Assange! Free Assange! Vielen Dank! Ich glaube, es geht los für die zweite Runde, Friederike. Stimmt es? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Okay. Dann machen wir uns langsam auf den Weg, marschieren durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, wohin es geht. Friederike, vielleicht sagst du uns noch ein bisschen was dazu. Und ich glaube, wir sehen um 4 Uhr wieder hier, richtig? Dankeschön, Jens. Ja, wir gehen jetzt gleich in aller Ruhe los. Bleibt bitte noch so lange stehen, bis unsere Friedens- und Freiheitskämpfer hier vorne. Ihr guckt ins, hier über Berlin TV, also falls ihr woanders den Stream seht, wer das streamt wird, ob man mit Erlaubnis oder ohne, der kommt von Berlin TV. YouTube, V-Live und Twitch. Ganz in Ruhe. So, es geht jetzt wohl gleich los. Und dann gibt es auch Spenden, Büchsen mit der blauen Taube, die gehen rum. Die tragen meistens die Ordner. Also, da könnt ihr gerne was reinwerfen. Frieden ist, Plakate liegen hier vorne noch, die könnt ihr euch selber beschriften mit euren eigenen Vorstellungen von was Frieden ist. Und wir begrüßen auch die Opas und Omas für den Frieden. Wir grüßen ganz herzlich den Autokorso Berlin. Autokorso Berlin, da war ich ja auch schon öfter, bin ich schon ein paar Mal mitgefahren, wie ihr wisst. Also die hier schon länger hier folgen, die wissen das. Die sind also auch dabei heute. Die friedliche Revolution von 1989 begrüßt, werden seit 2020
sukzessive Grundrechte eingeschränkt. Frieden kann es nur mit Einhaltung der Grundrechte geben. Nach dem Mauerfall hätte es eine große Chance für einen Frieden in Europa gegeben. Die NATO-Osterweiterung hat dies vereitelt. Dagegen protestieren wir. NATO raus aus Deutschland. Wir haben die Fresse voll. Aber es ist genau das alles gekommen, was ich schon vor Jahren in den Interviews immer gesagt habe. Es ist alles eingetreten. Die Politik. Die Unruhen, die Verwerfungen, die sind alle da. Die sind alle da. Die Politik will nun festlegen, was Kriegsverbrechen ist und was nicht. Ist auch wieder da hier. Stimmt man mit der einseitigen Interpretation nicht überein. Der Fotograf hier mit dem blauen. Zipfelmutze da. Wenn er wieder bericht, ja? Der hat vom Stadtmann. Stadtrat-Aktion heißt das, glaube ich, genau. Gesehen, wie du mit ihm diskutiert hast. Ja, aber er hat das Mikrofon weggenommen. Ja, weil immer, wenn es um Inhalte geht, nehmen sie einen das Mikrofon das weg, weil ist keiner richtig. Mehr argumentieren kann. Das. Also, ja. So, sind sie wieder aggressiv wiederholt? Mit der blöden Trane da? Atomwaffen sofort abzuziehen aus Deutschland und zu vernichten. Wir wollen. Wir werden jetzt als Faschisten bezeichnet, die Antifa ist ja lustig. So gut. Ein kleines Häuflein. Sehr viele Ostasiaten dabei. Komisch, wo kommen die her? Aus Nordkorea. Ja, lustig. Ihr findet das Video auf dem Kanal Spieltheorie auf YouTube. Ja, sehr interessant, wo er diesen Sprengstoffexperten-Verbund da eingeladen hat, der sich dann dazu äußert zu den Bildern. Ah, Oranienburg, was sind wir hier? Die Partystraße. Jetzt Richtung Friedrichstraße auch.
weit weg, ein paar Kilometer, naja, ein Kilometer ist es noch ungefähr, ne? Bis zum Alex. Sofern wir hier geradeaus gehen, was ich vermute. Der alte Fritz. Er hat einen sehr schönen Film gemacht. Ich empfehle jedem, sich den Film anzusehen. Gestern gab es ihn auch auf YouTube. Da habe ich ihn an ein paar Leute weitergeleitet. Auf Odyssey ist er auf jeden Fall präsent. Der Film von Michael Brunde sind auch Teile von meinem Streams bei. Ich war ja die ganzen letzten zweieinhalb Jahre damit bei allen wichtigen Demos, wo was passiert ist. Ich habe das ja auch übertragen. So, da waren auch einige Szenen in meiner Dokumentation, meiner Sammlung. Weihnachtsmarkt, okay. Ja. Friedericus Rex Apollini et Musus. Zieht euch den Film rein. Tanz um dein Leben. Danke an alle im Widerstand. Dankeschön. Das ist ja nicht gefährlich, Tanz um dein Leben. Es klingt so etwas sonderbar, doch es ist gar nicht kompliziert. Ich hab gerade eben mit dem lieben Gott telefoniert. Aber immerhin, ja, auch wenn das ein Betonbau darunter ist, unter der Fassade, schön aussehende Fassade, ist das auf jeden Fall besser als diese Bauweise, die man heute so allgemein einstellt. Oh, die Machtsprachen, das ist ja so laut hier mit den 99 Luftballons, dass ich ja echt flüchten muss. Es wird immer lauter plötzlich, wo ich mich entferne. Das ist gefährlich. Wenn ich wieder eine Sperre kriegen.